Tür stehen. Und Wettner kriegt einen Korb. Er kriegt einen Korb. Ach ja, was soll ich sagen? Ich habe... Und da sind wir in dem Kampf gegen Team Skull. Er mit seinem Evoli und ich mit meinem Pikachu. Dann würde ich mal sagen, Eisenschweif-Umruf, das Rettern. Das Rettern und das Molnuk von Team Skull. Das werden wir sehr schnell besiegen können. Das wird sofort gleich vorbei sein. Das dauert nicht lang. So, einmal Biss. Ja, das dauert ein bisschen. Mit dem Biss von Evoli. Vielleicht bringt Donnerblitz ein bisschen mehr, wenn ich das auf Rettern einsetze. Ja, was heißt ein bisschen mehr? Die erste Attacke hat schon ziemlich viel gebracht auf Rettern. So, erstes Pokémon besiegt von zweien. Da war es nur noch eins. So, vielleicht tut Evoli was zur Sache. Steve erhält ein neues Level. So, Pikachu, ja, der braucht es nicht zu befürchten, von Molnuk besiegt zu werden. Das ist Molnuk. Das ist jetzt nicht so das Problem, also Pikachu wird das schon aushalten. Hoch zu Hieb, zack, und Molnuk wurde besiegt. Na dann, Team Sky mal wieder gezeigt, wo die Hanke hängt. Pikachu erreicht Level 27. Gezeigt, was eine Hanke ist, haben wir es ihnen. Du besiegst Team Sky. Das ist der Anfang vom Ende. Ab jetzt geht's steil bergab, yo! Ich fühle mich total benebelt. Kann mal einer die Wolken um meinen Schädel kreisen wegpusten? Zwangfee gewinnt einiges an Geld und geht siegreich aus dem Kampf gegen die zwei Team Rockets, Team Skyrüpel hervor. Jo, da haben wir sie wieder in die Flucht geschlagen. Wer wird denn gleich so auf den Putz hauen? Immer werden denn die Frauen und weggeputzt. Genau, ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft an uns zu reißen oder so. Also mach mal halblang. Und tschüss. Ja, und tschüss. Wow, Zangfee, wenn ich so zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Das beweist, was für eine klasse Trainerin du bist. Hier, nimm das. Du hast den Top-Ether. Top-Ether wurde in der Medizintasche verstaut. Mit Top-Ether kannst du alle AP einer Attacke auffüllen, ja, so ungefähr. So ähnlich wie beim AP-Mon, den man vom Rotomat bekommen kann. Lass uns jetzt etwas Spaß mit Dicta haben. Ja, lass uns Spaß mit Dicta haben. So, und weiter geht's hier. Da ist gleich der Ausgang. Raus aus der Dicta-Höhle. Ja, perfekt, auf Route 9. Und wen haben wir da? Einen Chippen im Trenchcoat. Oh, du bist ein Trainer auf Inselmannschaft, nicht wahr? Mein Name ist LeBeur. Ich reise auch viel umher, nur dass das Ganze in meinem Fall eher eine Weltwanderschaft ist. Gleicht einer Weltwanderschaft gleicht, natürlich. Du verstehst, was ich meine. Alola ist ruhig und friedlich, perfekt für einen erholsamen Urlaub oder auch zum Shoppen. Gerade eben habe ich in meiner Sladen Kunikuni City einen seltenen Stein erstanden. Im Gegensatz zu anderen Orten hat hier auch niemand solch irrsinnige Pläne, eine neue Welt erschaffen oder die Pokémon zu befreien. Oder doch? Allerdings geben Augenzeugenberichte über diese Aktivitäten einer berühmt-berüchtigen Bande an Pokémon, die in dieser Gegend Grund zur Sorge. Oh, bitte verzeih, dass ich mich nicht so lange aufgehalten habe. Hier, ein Donnerschein als Entschädigung. Aus Versehen habe ich nämlich gleich drei gekauft. Du erhältst das Item Donnerstein. Donnerstein wurde in der Itemstasche verstaut. Nun denn, Trainer auf Inselwanderschaft, ich wünsche ein erfolgreiches Abenteuer. Tschüss, LeBeur. Bis bald. Wir sehen uns auf jeden Fall noch. Jo, dann schauen wir uns mal um. Was gibt's hier? Polizeiwache von Route 9. Kein Blickkontakt, kein Kampf. Ja, so sieht's aus.
Schauen wir mal bei der Polizei vorbei. Vielleicht hat die was bemerkt. Vielleicht kann die uns Auskunft geben über Team Skull. Vielleicht. Joa, wer ist denn hier? Body Snap. Ein Snubbel. Oder wie hieß das? Granbull oder was zum... Wie soll ich es nennen? So, Polizist A haben wir hier. Mein Kollege dort hinten verhält sich in letzter Zeit richtig seltsam. Ja. Du verhältst dich also seltsam. Na, wie was denn? Die. Stimmt etwas nicht? Ditto. Ein Ditto? Ach du Schande. Ich flipp aus. Ein Ditto. Wenn das nicht geil ist. Das Pokémon ist noch nicht begegnet. Psst. Das Pokémon bin ich noch nicht begegnet. Ja, Kid ist noch ein bisschen geschädigt von den Kämpfen, die wir offscreen in der Höhle gemacht haben. Ja, ich gebe es dir zu. Ich habe offscreen ein bisschen trainiert in der Ligda-Höhle. Zwischen dem Gespräch mit dem, wie hieß er nochmal, habe ich ja schon mittlerweile vergessen, mit dem Detektiv und dem, was ihr hier gerade seht, sind ja 2 Tage vergangen. Also, ja. Ups, ha. Die Tor hat sich verwandelt in mein Kid. Mein Kitty. Wie wäre es denn mit Drohnenattacke? Vielleicht könnten wir das mal ausprobieren. Nein. Ich meine das andere Kid, also mein Kid, also nicht das Gegenüber, das Ditto. Ich rufe das nächste Pokémon. Wie wäre es denn mit Mary? So, Mary. Mary gegen Kid. Ja, sozusagen. Festgrab. Das könnte doch was bringen. Gegen Ditto weiß ich nicht, aber gegen Kid wäre das auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen. Sehr lal. Das wird sehr nicht mehr aussprechen können. So, einmal Biss einsetzen. Zack. Ja, das Ditto ist sehr, ich sag mal, aushaltefähig. Kann 4 aushalten. Ist sehr stark. So, fangen wir es doch direkt mal mit einem, wie wär's denn mit einem Timerball? Der sieht doch stylisch aus und wäre doch das Perfekte für das Ditto. Obwohl jetzt vielleicht ein bisschen zu früh für einen Timerball, aber ja. Na, komm. Nice, gefangen. Das Ditto wurde gefangen. Da mein Ditto jetzt im Team. Steve erhält ein paar Erfahrungspunkte. So, wie nennen wir jetzt das Ding? Das Ditto. Ditto wurde registriert. Der hat keine Entwicklungsstufe. Der ist, ja, einzigartig. Fast schon legendär. Ja, ich habe keinen Namen für ihn. Einfach keinen aus meinem Team, den ich herauswerfen würde. Das ist einfach eine knifflige Situation. Was? Ein Ditto? Hat sich als mein Partner ausgegeben. Unglaublich. Stecken die etwa die 5 Banditos dahinter? Stecken da etwa die 5 Banditos dahinter? Die 5 Banditos sind 5 Ditto. Die Menschen so gern haben, dass sie sich nichts lieber tun, als sich als Menschen auszugeben. Das mag als ganz nett klingen, stiftet hier aber allerlei Chaos und Unfrieden. Sie führen nichts Böses im Schilde, richten im... mit ihren Scharade aber jede Menge Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen an. Daher werden sie steckbrieflich gesucht. Was die Dittos. Aber wo zum Henker steckt denn bloß mein Partner jetzt? Ditto wird ihm doch wohl nichts getan haben. Da ist dein Partner doch, oder? Sorry, ich hatte mir eine kleine üble Erkältung zugezogen und musste eine Weile das Bett hüten. Danke, dass du Ditto entstarrt hast. Hier, nimm das als Dankeschön. Du erhältst 12.000 Pokédollar. In letzter Zeit sind in Konikoni City vermehrt Personen gesichtet worden, bei denen es sich um als Menschen getarnte Ditto handeln könnte.
Wir haben jetzt den aktuellen mehreren Fällen. Deine Kooperation wäre uns echt eine große Hilfe. Immerhin hast du ja auch das Detour-Instanz, das sich als mein Partner ausgegeben hat. Wirst du uns helfen? Klar doch. Ich helfe mal wieder gerne. Vor allem bei der Polizei, da helfe ich doch. So, wenn ich hier schon mal auf Inselwanderschaft bin, da ist der Bus da hier. Und mal der Polizei gut helfen. Im Ernst, keine Sorge, für dich springt dabei natürlich auch was raus. In letzter Zeit macht ein ziemlich nachlässiger Verkäufer in Kunikuni City von sich reden. Auch hier könnte die fünf Banditos ihre Finger im Spiel haben. Erstatte mir bitte Bericht, wenn du ein Ditto besiegt und gefangen hast, okay? Oder gefangen hast, okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt alle fünf Banditos fangen. Das wär's. Na dann. Vielleicht finden wir in der City sogar einen sehr merkwürdigen Verkäufer und können gleich den nächsten Bandito fangen. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wär's mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Polizisten, die ja nichts zu tun haben, oder was? Fehlt es dir an Arbeit, sollen wir die Beschäftigung holen, lieber Polizist. Polizist Greg fordert dich heraus. Zu wenig los hier an der Alola. Hast gerade keinen Bock drauf, die Banditos zu fangen? Wie wär's denn damit? Da könntest du doch loslaufen und einfach mal zu dem Verkäufer zum Beispiel gehen. Das wäre doch eine gute Idee. Zum Verkäufer gehen, das wäre doch eine gute Idee. Pflücker, das wäre auch eine gute Idee. Naja, eine mittelmäßig gute Idee. So, dann nochmal Pflücker einsetzen. Zack. So, er haut ordentlich rein. Steve wurde besiegt. Mist. Der erlitt den Schaden durch seine Attacke. So, wie wäre es denn mit Pikachu? Donnerschock. Ein Donnerblitz. Donnerschock kann er nach wie vor nicht. Warum eigentlich nicht? Warum kann mein Pikachu kein Donnerschock? Das Ash Pikachu, das muss doch Donnerschock können. Das ist doch los, Pikachu, Donnerschock. Diesen Spruch muss man doch einfach reißen können. Aber egal, wir haben den Trainer besiegt. Wir haben den Polizisten besiegt. Dafür sollte ich dich eigentlich verhaften. Nee, ist natürlich nur ein Spaß. Zwergenfee gewinnt 900. Zwergenfee siegreich aus dem Kampf gegen den pausemachenden Polizisten hervor. Der hat zu wenig zu tun. Der braucht mal einen Job, der braucht mal eine Aufgabe. Na, Loda, muss man selbst als Polizist nicht besonders stark sein. Ist ja alles friedlich hier. Naja, die Banditos, das wäre eine Aufgabe. Muss mal kurz mit seinem Vorgesetzten reden hier. Du, dein Mitarbeiter, dein Kollege, der steht da draußen und hat nichts Besseres zu tun, als gegen 10-Jährige zu kämpfen. Gibt ihm vielleicht mal eine Aufgabe, der hat gerade Langeweile. Ja, wäre vielleicht sehr ratsam, dem mal eine Beschäftigung zu geben als Chef. Das wäre vielleicht nicht schlecht, gegen 10-Jährige zu kämpfen, also hallo. Der hat als Polizist nichts Besseres zu arbeiten. Netzball gefunden. So, wurde er als Simstarsche Fertigungs natürlich. Auf geht's in die nächste Stadt. Wie heißt die denn? Die City. Sieht auch schon sehr schön aus. Eine Küstenstadt. Und da haben wir wieder den aus Pokémon Sonne bekannten Zwischenschnitt, die Zwischensequenz. Mit den beiden Pokémon hier. Das hat noch was zu bedeuten. Wir müssen nämlich in diese Werkstatt dort rein. Aber erstmal suchen wir mal hier einen Verkäufer. In einem Laden, der komisch stinkt. Wie wäre es mit etwas wohlriechenden Rauch? Rauch? Ein bisschen Weihrauch oder was? Seerauch, Lachsrauch, Rosenrauch, Scheuchrauch, Steinrauch, Schrägrauch, Glücksrauch, Lahmrauch, Wellenrauch. Okay, ja. Räucher dich mal ordentlich selbst zu. Nicht wirklich Interesse. Was bringt denn das? Ein Item zum Tragen, dieses exotische Duftkraut verstärkt Attacken vom Typ Wasser. Ach ja, dann immer vom Typ sonst was und vom Typ sonst was. Ist klar. Eher nicht.
hier kein Interesse. Komm bald mal wieder. Und du verkaufst auch Düfte oder was? Rauchdinger. Wie wäre es heute mit einer Lomi-Lomi-Massage für dein Pokémon? Das lässt sie zutraulicher werden. Soll ich dein Pikachu nach Lomi-Lomi-Art verwöhnen? Ja, Pikachu, wenn ein Pikachu zutraulicher wird, ist das immer sehr hilfreich. Das war's auch schon. Durch die Massage ist dein Pokémon viel zutraulicher geworden. Viel zutraulicher gleich. Ah, okay. Ich habe mal einen Friseur. Hat der eine neue Frisur für mich oder was? Schau ich doch mal rein. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun, junge Dame? Haare schneiden, Haare färben, Haare schneiden und färben. Ja, Haare schneiden, Haare färben, ja. Haare schneiden, kein Problem. Es kostet 4000 Pokédollar, einverstanden? Versuchen wir es mal. Was haben wir denn für Frisuren hier? Haben wir neue Frisuren oder was? Folge mir, ich bringe dich zu deinem Stuhl. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Na, wie sieht's aus? Ja, kann sie doch sehen lassen. Geht in Ordnung. Sieht strange aus, aber ja, das wäre geschafft. Tada, toll siehst du aus. Ja, kann sich sehen lassen. Kann man machen. Änderung auf der zweiten Insel ist auch mal wieder gut. So. Aber ich schau mal rein, was es hier gibt für Klamotten. Klamotterie, ich will was kaufen. Streifenschutz mit V-Neck. Okay. Sieht auch nicht übel aus. Rüschen. Ja, auch nicht schlecht. In Schwarz. So richtig schwarze Dame hier, so richtig. Ganz in Schwarz. Naja, so ist auch nicht. So mit Rüschen. Ach du Schande. Schulmädchen oder was? Ach du Heilige. Eine richtig katholische Schule hier, so eine katholische Nonnenschule aus dem Mittelalter, so richtig. Ja, hier. Schuluniform, so richtig. Immer ordentlich reinhauen. Alter, das sieht schlimm aus. Nee. Ein lässiges Tanktop. Das sieht schon besser aus. Kann man schon mal machen. Lässiges Tanktop, beige. Sportstanktop, legendär. Guck mal, das lässige Tanktop, das sieht doch in Ordnung aus. Kann man doch nehmen, oder? Ist Falten Minirock schwarz. So, haben wir gekauft. Neuer Look. Na, wie sieht's aus? Vielen Dank. So, das ist der neue Look. Neue Haare, neue Klamotten. Perfekt. Kann sich sehen lassen. So, und dann relativ spät auf der nächsten Insel wird es dann wieder was an Kleidungswechsel geben und an Stiländerung. Ja, habe ich vor, in jeder Insel zu machen. Hier kannst du Dingams kaufen, kann ich helfen? Ich will etwas kaufen. Na, ich habe kein Geld mehr, aber zeig mal her, was du hast. Giftschock, Ario, Ass, Fuß, Tritt, Stahlflügel, Dampfwalze. Ja, okay, weißt du, was im Sortiment ist? Da komme ich später auch nochmal vorbei, falls ich Geld haben sollte. Mein Trompik und ich hatten uns auf die Reise etwas zerstritten, aber wir haben uns wieder vertragen und sind jetzt noch dickere Freunde. Das wollen wir mit einem Erinnerungsfoto in Alola Fotoclub feiern. Wo ist denn eigentlich der Fotoclub? Da würde ich gerne mal wieder rein. Da hinten ist doch einer, oder? Ja, das ist ein Fotoclub, da können wir auch mal rein. So, wir suchen aber noch nach einem Verkäufer, der komisch aussieht. Der nicht auch komisch aussieht, sondern sich komisch benimmt. Möchtest du wissen, wie zutraulich deine Pokémon sind? Jo. Warum unternimmst du denn nichts? Schnell, bring es in ein Pokémon-Center. Ja. Er braucht kein Pokémon-Center, ihm geht's gut. Er braucht nur eine Revanche. Herzlich willkommen, junge Dame. Ein Tisch für eine Person. Nein, danke. Hab kein Geld. Dann bis zum nächsten Mal. So, ein Verkäufer. Von einem Verkäufer war die Rede. Gutes Essen, macht glücklich. Je besser ich also koche, desto fröhlicher sind alle. Okay, er benimmt sich ganz normal. Aber wir kriegen da schon den Herrschersticker. 25 Herrschersticker habe ich schon. Jo. So. Scheint ja hier erstmal keinen irren Verkäufer zu geben. Das Pokémon-Team, damit auch die Leute nicht rummeckern. Ich soll doch bitte mal schnell zum Pokémon-Center gehen und das Team heilen hier. Das Pokémon
nicht so K.O. lassen. So, danke dafür. Danke dafür, Eblali. Genau. Herzlich willkommen im Kaffeebereich des Pokémon Centers. In Alola ist es jetzt 6 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Oh, du hast deinen Pokémon also 17 Pokémon gegeben. Über Pokéboden freut sich jedes Pokémon. Hier ist das Geschenk von dir. Sonderbonbon. Oh, das können wir gebrauchen. Das heben wir uns auf. Gib es einem Pokémon, wenn du während der Inselmannschaft etwas Hilfe benötigst. Was kann ich dir bringen? Granbull, Kaffee gibt's wieder. Gib mir Kaffee, gib mir Kaffee. Ja, ich meinte, gib mir Kaffee, nicht abbrechen. Kaffee, 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 Kaffee. Ja, jetzt wäre ganz nötig. Ihr merkt's schon. Noch ein Sonderbonbon. Kann ich ja Sonderbonbons ernten oder was? Was kann ich dir bringen? Ein Granbull, Kaffee. Jetzt haben wir schon 2 Sonderbonbons geschenkt bekommen. Ja. Ich habe nicht genug Geld für Kaffee. Ich habe nicht genug Geld für Kaffee. Verdammt. Nein, was mache ich hier nur? Nein. Ohne Kaffee, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das hier klappen? Da drehe ich mich auch gerade vor Wahnsinn. Ja. Ich glaube, Svenky überlebt das auch ohne Kaffee hier im Spiel. Natürlich nur im Spiel. Echt. Ja, ohne Kaffee, das ist der. Geht immer noch nach einem Verkäufer, der sich blöd benimmt. Also, alle Fuhren unter dem Boden zerstört sein. Oder nichts tun unter dem Boden zerstört sein. Wo drückt denn der Schuh, mein Lieber? Huch, aber was hast du denn da? Nein, das ist doch nicht etwa ein oder doch? Was du da am Arm trägst, ist doch ein Setkrafttrink. Oder etwa nicht? Das würde ja bedeuten, dass du Set-Attacken einsetzen kannst. Ah, das muss das Schicksal sein. Da muss eine höhere Macht ihre Finger am Spiel haben. Ich bitte dich, nimm all deine Kraft zusammen und hilf mir aus meiner elenden Lage. Ich soll dir helfen? Also, um ehrlich zu sein, gibt es da eine Frau, die ich ziemlich mag. Leider fehlt mir der Mut, der Dame meines Herzens meine Gefühle zu gestehen. Ich bekomme einfach keinen Ton raus, wenn ich sie sehe. Doch wenn ich mit eigenen Augen eine Seite-Attacke sehen könnte, dann würde ich auch vielleicht schaffen, all meine Kraft zusammenzunehmen. Komm schon, hilf meinem Liebesglück auf die Sprünge, ich flehe dich an. Das ist ja eine sehr verrückte Nebenaufgabe, eine ulkige Sidequest. Aber okay, muss ich jetzt kämpfen oder was? Nur keine Verlegenheit, zeig mir deine Gewalt, Kraft deiner Setzattacke. Yo, Kampf. Ein Pokémon, ich setze meine Setzattacke ein und alle sind zufrieden. So, angestellter Liam setzt Perlu ein. Och, süß, Perlu. Das habe ich immer geliebt. Das hatte ich mal als Pokémon-Karte. Das hatte ich als Pokémon-Karte mal gesammelt. Das hatte ich, glaube ich, doppelt und dreifach. Das, ich fand das so süß. Das Perlu. Ich wollte das immer mal in meinem Team haben, in einem Pokémon-Spiel. Ja, okay. Ja. Ich habe es selbst bemerkt. Zu spät. Ja, das tut weh. Ja, ich weiß. Das tut richtig physisch weh, gerade mit Aquavelle auf Perlu eingesetzt zu haben. Er will eine Setkraft sehen. Super Wassertornado, ja, das bringt genauso wenig, aber komm, da hat er seine Setkraft eingesetzt gesehen. So, da haben wir es. Kit hüllt sich in Setkraft. Kit nimmt alle seine Kraft zusammen und setzt den Attacke ein. Super Wassertornado! Na dann schauen wir mal, wie es ausschaut. So. Na denn. Bringen tut's nicht viel, aber ja. Durfte er jetzt sehen. Eine Set-Attacke ist da jetzt ganz erfüllt. Hat er jetzt die Kraft, um seiner Liebe zu gestehen. Ja, gutes Wortspiel.
Ja, das bringt auch nicht viel. Ich glaube, ich muss mal ein stärkeres Pokémon einsetzen. Ein Pokémon mit einem besseren Level als Level 23. Ja, wie wär's denn da zum Beispiel mit dem lieben Hoodie? Das ist so ziemlich mein stärkstes Pokémon. Können wir den Kampf jetzt endlich mal beenden, damit das vorbei ist hier, damit das hier geschehen ist. Siedewasser. Okay. Auf ein Pflanzen-Pokémon auch nicht sehr effektiv. Wie wär's denn mit Blattwerk? Das könnte doch unter Umständen was gegen einen Perlu bringen. Was? Okay. Nee, ist klar. Rasierblatt. Komm, das ist ein Wasser-Pokémon. Was zum Geier läuft hier? Was geht hier vor sich? Alter Schwede. Rasierblatt bringt absolut nichts. Komm, das muss doch was bringen. Nee, ist klar. Zwingli fehlen die Worte. Pflücker, komm, ein Attack muss doch was bringen. Was ist das? Was ist das für ein OP-Pokémon? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Ich habe Angst. Ich kriege Angst hier. Hoodie ist mein stärkstes Pokémon. Der ist Level 23. Mein Hoodie ist Level 28. Und ein Pflanzen-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon. What the heck? Ich glaube, mein Schwein veräfft. Ich sehe das gerade mit meinen eigenen Augen wieder. Ein kleines Perlu mein Hoodie besiegt. Das ist ein 6,5 Stunden später. Der hat mit seinem Perlu nicht die Kraft. Ja, vielleicht kann Mary etwas mit Felsgrab ausrichten. Wie zum... Was zum... Der besiegt hier noch mein ganzes Team. Alter, das ist ein Endgegner hier. Endgegner Stufe 5. Stufe 5 von 5. 3.28 Uhr nachts. Danke, Pikachu, dass du das hier beendest. Ja. Geht siegreich aus dem Kampf gegen den Angestellten Liam hervor. Alter Schwede. Ja, keuch, keuch. Das ist wohl mein Dialog wohl gerade. Du hast wirklich alles gegeben. Ich spüre schon, wie sich auch in mir die Kraft sammelt. Ich bin dir unendlich dankbar. Im Gegenzug überlasse ich dir das hier aus meiner Sammlung. Top-Beleber. Das alles für ein Top-Beleber, oder was? Okay. Da gibt es einen Top-Beleber dafür. Ah, okay. Dank dir ist mir jetzt klar, was ich tun muss, um all meine Kräfte herauf zu beschwören. Ein Perlu fangen. Alter, wo kriege ich ein Perlu her? Ich brauche ein Perlu. Wo kann ich mir ein Perlu fangen? Ich werde es mit ihr meine Liebe gestehen. Und Wetten, er kriegt einen Korb. Ach ja, was soll ich sagen? Ich habe alle meine Kraft zusammengenommen und ihr meine Liebe gestanden. Doch sie hat all ihre Kraft in eine deftige Abfuhr gesteckt. Was habe ich gesagt? Aber schau drüber. Ich fühle mich trotzdem befreiter. Jetzt, wo es raus ist, ich danke dir. Wie heißt es so schön? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Hier komme ich. Und der nächste Korb. Der kommt nicht mehr. Okay. Ja, der kommt nicht mehr zurück. Scheinbar doch kein Korb. Du ziehst den Herrschaftsticker ab und nimmst ihn dir. 26 Herrschaftsticker. Yo. So, ich angel mir jetzt ein Perlu. Ich hole mir ein Perlu. Ja. Yo. Yo. Aber sowas von. So. Hier irgendwo ein Laden. Suche noch nach einer Person, die ein Ditto ist. Vielleicht hier im Photoshop. Genauso heißt das mit Sicherheit. Wo
Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Genau. Nanu, was glitzerte denn da mir entgegen? Wenn du so viele Zettkristalle besitzt, dann hast du bereits mehrere Prüfungen bestanden. Herzlichen Glückwunsch zur Feier. Möchte ich dir dieses Deko-Element schenken? Du kannst nun das Deko-Element Wasser benutzen. Du kannst nun das Deko-Element Feuer benutzen. Diese Deko-Elemente soll ich dir übrigens im Auftrag einer Person überreichen, die nicht namentlich genannt werden will. Hier bitte. Du kannst nun das Deko-Element Wanderer benutzen. Von wem das wohl ist. Du kannst nun das Deko-Element Pflanze benutzen. Vergiss nicht, ein paar Fotos zu schießen und sie mit Deko-Elementen zu verzieren. Möchtest du Fotos schießen? Ja, los. Alles klar, dann bitte hier entlang. Sind dir einige gute Schnappschüsse gelungen? Ich hoffe, du beehrst uns bald wieder. Ja, sind mir ein paar gute Schnappschüsse gelungen. Die habe ich jetzt mal eben gerade eingeblendet. Joa, finden wir heute noch den Ditto. Typen hier. Bist du der Ditto-Typ? Herrscher-Sticker. Ja, der benimmt sich seltsam, aber Ditto ist er wohl nicht. Herrscher-Sticker. Na dann. Hier noch einer unterwegs. Ja, da oben ist ein Herrscher-Sticker, aber da komme ich nicht ran. Hallihallo, Hallichen. Hey, sag mal, bist du vielleicht ein Trainer auf Inselmannerschaft? Ich hätte da gern eine ganz große Bitte an dich. Okay, ich helfe gern. Oh wow, danke, das freut mich sehr. Ich bin Herrstylistin, musst du wissen, eine ganz hervorragende sogar. Hervorragende? Ha, was für ein Witz. Ich bin gerade erst nach Aulola gekommen und habe ein Gerücht gehört, das jemand wie ich nicht ignorieren kann. Die Sache ist die. Hier in Aulola soll es ein Pokémon mit wundervoll gelocktem Haar geben. Das kann ich. Ich möchte es wenigstens einmal sehen und wenn möglich sein Haar anfassen. Seit ich davon gehört habe, kann ich mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Aber ich weiß nicht, von welchem Pokémon die Rede ist. Und dann kam mir eine Idee. Jemand wie du, der auf Inselwanderschaft ist, kennt sich doch bestimmt gut mit Pokémon aus. Bitte fang dieses Ex-Pokémon mit dem gelockten Haar und zeig mir seinen Pokédex-Eintrag. Ich werde mich natürlich auch angemessen dafür bedanken. Bitte tu mir den Gefallen. Da müssen wir wohl noch einen Dicktrie fangen. Ja, das sieht wohl so aus, als müssten wir das noch machen für sie. Ich würde aber sagen, das schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Definitiv nicht. Ja, also das mit der Ditto-Aufgabe ist definitiv eine schöne Sache, bloß finde ich hier den besagten Verkäufer nicht, also zumindest in dieser Stadt nicht, also müsste es wahrscheinlich in einer anderen Stadt sein, werden wir uns wohl in den Städten noch umgucken müssen. Und im nächsten Part geht es dann direkt hier rein, da geht es weiter mit der Story. Ja, und ich würde sagen, dieser Part war schon lang genug, damit ich nach oben sitze, euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und ja. Weiter geht's in Kunikuni City im nächsten Part. Lasst ein Abo da und ihr habt euch wohl. Haut rein. Ciao, ciao.